Okay, hier ist jetzt erstmal... Ach du Scheiße, und hier ist amputiert worden. Oh, hier ist die Amputationsecke. Okay, wahrscheinlich muss ich hierfür erstmal nochmal... Scheiß mir gleich voll. Alter, das ist wirklich schlimm. Mann. So, scheinbar muss ich hier noch den Strom oder irgendwas anmachen. Weil so komme ich jetzt durch die Tür hier nicht durch. Ja, okay, alles klar. Gut, dann gehen wir erstmal zurück. Dann müssen wir erstmal woanders lang. Okay, gut. Lass uns mal ein bisschen Stacheldraht suchen. So, weil, wie gesagt, ansonsten haben wir jetzt nur den Bolzenschneider gerade gefunden und können ansonsten nichts anderes tun. Können wir die Ketten durchschneiden? Wozu sollte man das eigentlich tun? So, hier haben wir Stacheldraht. Bringt uns aber nichts, weil wir hier auch nicht weiterkommen. Oh, okay, alles klar. Oh, wir haben eine Tor aufgemacht. Ah, waren schon ein paar Kracher, als diese damals gehört haben. Kann man nicht anders sagen. So, kein Strom. Du fragst dich, ob du ein Kabel folgen solltest. Ja, das sollten wir tun, aber noch bringt mir das hier nicht. Bum, bum. So, Sicherheitstüren. Für die Sicherheit der Ärzteschaft sind unsere Türen ab heute elektronisch gesichert. Die Sicherungskästen im Wartungsraum kontrollieren den Zugang vom Verwaltungs- und Duschbereich in den Hauptsaal. Dr. Eisen. Witte, witte, Bart. Bum, bum. So, hier können wir uns jetzt durchschnippeln. Hey, mach mal. So ist natürlich alles so ein bisschen langatmig, wenn man hier wirklich alle Viere immer durchschneiden muss. So immer durchschneiden hätte eigentlich auch gereicht. So, so mit der Axt, da hackt er sich komplett durch die Tür durch 8 Bretter. Oh Gott, oh Gott, oh nein, Alter. Ah, got a bad feeling, Alter, about this. Sicherheitszonen für diese Wisse, fast der gleiche. So, hier hat einer was Lust, der hat gebastelt. Oh, das ist aber Point of No Return hier hinten. Wenn wir hier vorne erstmal kurz schauen, nicht, dass hier noch irgendwas liegt. Was ich da hinten brauche. Achso, kann einfach rumlaufen. Okay, das würde auch gehen. Verstehe. Eine Menge zu lesen heute. Ihr Freiter Michalski ist weg. Ich habe vor dem Einschlafen mit ihm gesprochen. Er hat so viel Angst wie ich. Er lag auf dem Bett neben mir. Jetzt ist er fort. Die Krankenschwestern antworten nicht auf meine Fragen. Sie schauen mir nicht einmal in die Augen. Horchte. Scheiße. Wo ist denn der gute Michalski? Hat er noch was da einlassen? Vielleicht einen Schlüssel? Das würde ich gut finden. Oh ne. Oh ne. Scheibenkleister. So, aber hier ist auch kein Strom. Oh nein. Bitte nicht. Oh Gott. Na, das kannst du doch vergessen. Das ist... Oh nee, das sieht doch scheiße aus hier. Das sieht aus wie... Renn weg oder versteck dich davor. Das sieht doch schon wieder rum, wie gestaltet ist.
Oh no, Alter. No. Dave, danke schön. Du machst es natürlich unheimlich besser mit dem Kinderlachen irgendwie. Das. Ah. Ach, toll. Ach, wunderbar. Ach, aber schau. Ach, und jetzt sitzt noch ein bisschen gruselige Musik ein. Schön. Ich versuch mal lieber nicht an die Prothesen jetzt ranzukommen. Wer weiß, ob die vielleicht irgendwas auslösen. Nein, und jetzt aktivieren wir irgendwas und dann ist scheiße. Dann passiert's. Ich sag's euch. Dann passiert der Shit. Dann ist irgendwas hier. Ah, oh, Dr. Eisenbart hat seine eigene Scheibe. Schnipp, schnipp, ab, ab das Bein. Ah, fuck, Alter. Sicherheitstüren für die, ja, schon wieder immer das gleiche. So, hier kann man immer speichern am Bett, das ist wunderbar. Das heißt, jetzt wird definitiv irgendeine Scheiße passieren. Oh, guckt euch das mal an hier, Alter. Och, du Scheiße. Schmerzen. Oberschwister. Amputationen sind grundsätzlich ohne Anästhesie durchzuführen. Sollte wieder eine ihrer Schwestern oder ein Assistenzarzt diese Anordnung widersetzen, ist mir dies unverzüglich zu melden. Jeder Schmerz durch den Schnitt des Skalpells oder das Ansetzen der Säge ist das läuternde Feuer des Krieges, in dem sie sich unsere Patienten durch Tod und Verletzung entzogen haben. Alter, was ist denn das für ein Arzt, Junge? Der Geburtsschmerz des Frontsoldaten. Alter, naja, der hat da wohl nicht mehr alle Gläser im Regal, oder was ist los mit ihm? Oh, nee. Na denn, dann lass uns doch mal das Unvermeidliche triggern. Schön, vielen Dank, Friedrich, vielen Dank. Yay. Da ist er. Da ist er. Ah! Alter! Alter, was ist los mit ihm, Mann? Meine Taschenlampe geht nicht! Oh Gott. Oh Gott, Alter. Sie fürchten das Licht. Es ist schön, dass alles aus ist. Wunderbar. Na, dann renne ich jetzt mal zu der roten Lampe. Kann ich jetzt hier... Ich weiß nicht, ob es die Lösung ist, hier wirklich irgendwie von Kamin zu mal rennen. Hau ab! Verfatzter! Na, hüpfen! Oh, mir geht's nicht gut, Alter! Oh Gott, was ist denn das jetzt hier für ein Stress? Oh! Alter, das ist ja kein... Ach du Schande, ach du Schande, ich bin am Arsch. Oh fuck, oh fuck. Ah fuck, hau ab.
nein, bin jetzt wieder zurück. Ich bin wieder zurückgerannt. Was? Ah, scheiße. Oder? Bin richtig? Guck mal. Nee, doch. Nee, sieht gut aus. Ah, vielleicht, maybe, eventuell. Nein! Nein, scheiße, Alter. Ich bin falsch gelaufen. Ja, so ein Shit. So, ich bin froh, dass meine Lampe exakt einfach mal 5,5 Sekunden hält. Ah, das gibt Kraft. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, das Schlimme an der Sache ist halt einfach... verpiss dich. Noch so einer. Ich bin noch irgendwie von hier gekommen. Versteht ja nicht. Warte mal, muss ich mich hier durchschnippeln? Nee, warte mal, hier geht's weiter, hier geht's weiter. Wunderbar, hier bin ich durch. Aua, ja. Weiter. Wir haben keine Zeit, Mann. Los, ab geht's. Go, go, Gadgetto, Arme. Nein, warum ist denn das hier noch offen? Nein. Nein, Mann. Ah, so eine Scheiße. Ich komme nicht durch. Oh, ne. Feuer gegen den Kabel. Oh, das könnte vielleicht, maybe, eventuell, wäre schön, wenn ich gehen würde, aber ja, ja. Oh, yes. Alter. Alter. Oh, pfui. Mann. Und nun, wir kommen da vorne, ist doch scheiße. So, okay. Penner, Alter. Ja, und nun? Oh. Oh, no. Oh, nein, Alter. Man kennt diesen riesen Umweg gelaufen. Ist doch nicht dein Ernst. Bitte nicht, oh bitte nicht. Komm, sag mir, wo der Ausgang auf mich wartet. Oh yes, oh no, Alter. Was? Wo denn? Was denn? Was ist, wer denn? Ich will heim. Ja, das wollen wir alle. Alter, das wollen wir alle. Was ist das überhaupt? Was ist das hier für eine Scheiße? Etwas ist die Schale stinkt nach Blut und Exkrementen. Das ist, ja, schön. Wiedergeburt. Oh Gott. Angesichts der Blutlinie des Patienten 26 habe ich ihn für eine gänzlich neue Behandlungsweise auserkoren. Das Ovum Victoris. Ein Gips aus Knochenmehl, Haaren und Fingernägel ausgewählter Kameraden werden die Hülle bilden. Alter. Der Reifesaft im Inneren ist eine Mischlösung aus Mark- und Körpersäften. Was, Alter? Wundflüssigkeit ist hier von besonderer Wichtigkeit. Der Gefallene wird über den Verlauf mehrerer Wochen mittels elektrischer Stimulation im Ovum reifen. Entschuldigt bitte, also das ist ja wirklich ekelhaft, ey. Ich erwarte Großes. Jetzt zeichnet Dr. Eisenbach. Alter, also, das geht doch nicht. Das ist doch nur wirklich ekelhaft, Mann. Wo denn? Alter, der nimmt mir meinen Kopf. Komm mich mal an. Komm mich an. Was für eine ekelhafte Scheiße, Alter. Na, was denn? Mann, hör doch mal auf. Das ist so. Lieber Arm dran als Arm ab. Ja, absolut. So, Känge. Du guck mal hier hinter. Aha, okay. Ach, toll. Schön, warte mal. Ich muss denn da... Stopp mal, erst mal gucken, wo muss ich hier hin? Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich vielleicht hier hoch, oder wer? Ah, nee, ich muss wieder raus. Oh, das ist nicht geil, Alter. Geht. Hau ab! Okay.
Und wieder aufstehen. Es brennt alles. Schön, schön. So. So, ich hoffe, die sind jetzt alle verbrannt. Ah, das ist nicht geil jetzt. So, folgen wir den Kabeln. Folgen wir den Kabeln. Oh, Freiheit, bitte. Oh je. Hau ab. Sollte ich vielleicht, ich sag's mal, die Maske holen. Vielleicht hilft die ein bisschen. Oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße. Oh. Was? Hey, 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 hey! Ohne sowas. Ohne anfassen. Los, komm, Mann, du schaffst es. Oh, fuck, und wir sind wieder, Oh, wir Arschscheißschweine sind wir am Schützengraben. Gräben. Also tatsächlich kann ich noch nicht wirklich sagen, wie das beenden wird, irgendwie. Also ich hab keinen Plan, irgendwie. Also es kann halt wirklich sein, dass er irgendwo siffig auf irgendeinem Lazarett liegt, ohne Arme, ohne Beine, irgendwie komplett amputiert. Oder wir sind tot. Ich weiß halt nicht. Also es ist, ich kann ja echt nur mutmaßen jetzt. Achso, ich wollte gerade sagen, mit der Spitzhacke. So, finde den Weg zurück in den Kommandobunker. Alles klar, das ist nichts leichter als das. Bin ja auch Kommando-Steve. Ah, Telefon, Alter. Dieser Klingelton wird mich heute wirklich verfolgen. Ja. Ja. Das bin ich. In der Apputationsecke. Ja, das war ich. Jetzt hat sich der Leut in unsere Game eingebrochen. Aha. Mich im Stabsbunker. Alles klar. Er klingt an uns. Allein an uns. Ajojo, grüß dich. So, weil ich mich allerdings frage, warum klingt das nach so einer Star Wars Musik? So ein bisschen. Und wir haben am Anfang mal ein Gewehr gekriegt irgendwie. Konnte noch nicht immer schießen. Warum, frag ich? Müssen wir jetzt kämpfen? Hallo? Giesbert, bist du es? Im Kommandobunker. So, den Sanitäranlagen und Dr. Eisenbart, da will ich auf gar keinen Fall mehr hin. Sanitorium, Eisenbart, unwillkürlich musst du lächeln. Ja, du musst lächeln, ja? Das bringt dich zum Lächeln. Weidenbachs Meldung. An den Stabsarzt. Hiermit möchte ich offiziell eine Beschwerde über den neuen Kompanieführer Leutnant von Schmidt einreichen. Er hat den Unteroffizieren Eigert und Fromm aufgetragen, ein Schild zu bemalen und mich als Dr. Eisenbart zu verspotten. Unsere Männer sterben mir mit Verätzungen durch Giftgas unter den Händen weg. Dazu Fälle von Typhus, obendrein nun der Spott des Leutnants und der Soldaten. Die glauben, ich könne mit Wundermitteln die Toten wieder zum Leben erwecken. Angesichts der fehlenden Erfahrung des Leutnants habe ich versucht, Verständnis walten zu lassen. Doch auch ich habe meine Grenzen. Hochachtungsvoll, Dr. Weidenbach. 8. September 1917. Stimmt, Weidenbach hat gesagt, er wurde als Eisenbart in einem anderen Brief schon betitelt. Die Frage ist, was hat jetzt Weidenbach getan? Und warum? Es ist fürchterliche Musik, wirklich. Es ist also fürchterliche Musik. Neumanns Tod. Vertraulich. Betrifft Tod des gefreiten Neumann. Dr. Weidenbach. Ich habe beobachten müssen, wie die Unteroffiziere Eigert und Fromm den gefreiten Neumann nackt und in Stiefeln aus dem Graben auf das Niemandsland gestoßen haben. Er wurde erschossen. Nachdem ich seinen Körper bergen konnte, haben die beiden Unteroffiziere um seine Stiefel und Habseligkeiten gefeilscht. Es ist ratsam, dies dem Leutnant zu melden. Hochachtungsvoll, Hülker, Feldwebel. Was, Alter?
Was? Feldmarker Klaus Iwerk aus Emden. Ja, ach, er schon wieder. Die Pope hat nichts als Verachtung für dich übrig. Kann ich vollkommen verstehen. Kann ich vollkommen verstehen, so würdelos ich das letzte Kapitel gemacht habe. So, was haben wir hier? Hier haben wir Fritz Henning aus Neuwied. Und hier Josef Katzig aus Posen. Sehr schön, dass sie über die Marken rumliegen. Emir Anou aus Leboch in Sarlot. Sarlouis? Keine Ahnung. Wir haben kaum noch Kraft, uns aufrecht zu halten. Wenn uns Deutschen das Aufgeben nicht erlaubt ist, dann werden wir eben sterben. Sollen wir eben zur Hölle fahren? Wenigstens reißen wir die Welt nicht mit uns. Interessanter Satz. Albert Eck aus Siensbach in Waldkirch. So, eine kleine Kapelle hier. Gedicht Teil 1. Einsam im Walde blüht wohl eine Blümelein rot. Bald, allzu bald bin ich tot. Bald, allzu balde. Fleugt wie ein Stückchen Blei, nimmt mir meine Sorgen. Mir ist halt einerlei, heut oder morgen. Der Rest fehlt. Kaspar Hafner, Ilkirchen-Erstein. Da haben wir Kaspar. Ach. Ach Gott, ey. Mann. So, hier haben wir anscheinend ein paar Badezuber. Okay, wo geht's jetzt weiter? Kommen wir hier durch? Nein, können wir nicht. Wir haben keinen Schlüssel gefunden, ne? Die Puppe einen Schlüssel? Nein, hat sie nicht. Nee. So, okay. Okay, wo sind wir jetzt hergekommen? Sind wir von da gekommen? Warte mal, ich hab da noch. Jawohl, können wir uns da durchknipsen. Ist aber schön, dass er aus dem Traum quasi den Bolzenschneider mit oder die Blechschere mitgenommen hat. Uiuiuiui. So, auf zum Kommandobunker. Scheißhaus. Ist fast der gleiche. Löwenfahrt. Ich geh mal kurz ins Scheißhaus. Einfach mal, um zu gucken. Igitt. Oh, Igitt. Überall ist Stuhl. Überall ist Stuhl. So, okay. Löwenfahrt, Lazarett. Da kommen wir, glaube ich, her, ne? Ja. Der Löwenfahrt. Oh, hier müssen wir mit Treibstoff lässt sich die Maschine sicher zum Laufen bringen. Alles klar, wir brauchen Treibstoff, damit das funktioniert. Aus stehenden Ungetümen ist ein Schlauch, was? Angeschlossen. Tja, dann folgen wir den mal. Oh nein, die arme Taube. Taube, ich befreie dich, Mann! Kumpel, flieg! Flieg! Oh nein. So, ist natürlich total klar. Oh, Alter, über sind hier tote Tauben. Was? Oh, nee. Oh, nö. Was sich. Au, oh, scheiße. Was ist denn das jetzt? Ach so, wenn ich. Ah, verstehe, alles klar. Ich darf, ne, wenn ich jetzt halt bewegte Drähte anfasse, dann ist. Oh nein, Alter, was ist denn das? So, alle Drähte bewegen sich. Der jetzt nicht. Wunderbar. Was war denn das jetzt gerade? Für ein Harpier oder was? Ey, muss ich mich jetzt hier wirklich durch jeden einzelnen Draht durchschneiden? Bin ich dagegen? Da bin ich dagegen. So. Okay, so halb taub oder... Oh, fuck, ey, Mann, Alter, was ist denn los hier?
Alles tote Tauben, ey. So, okay, wo geht's hier hin? Hamburger Chaussee. Tja, wenn ich jetzt noch wüsste, wo der Kommandostand ist. Mann, Alter. Jetzt sind wir gerade wirklich erschrocken. Junge, Junge, Junge. So, finden wir hier noch irgendwas? Vorsicht, Loch. Okay, der Schlauch geht hier ins Loch. Der ist voll. Der Tunnel ist geflutet und unpassierbar, alles klar. Die Wasserpumpe muss irgendwo in der Nähe sein. Das ist also das, was das Benzin braucht. Damit wir das hier quasi leer pumpen. Die Kurbel sitzt fest, Flaschenzug rührt sich nicht. Das ist natürlich klar. So, ändert jetzt aber trotzdem nichts an der Tatsache, dass ich erstmal zum Kommandostand muss. Da muss ich jetzt wirklich da durchkrauchen, durch den kleinen Schlitz, kann das sein? Muss ja. Muss ja. Und rennen in die Enge. So. Ist hier vielleicht der Kommandostand? Sieht mir nicht so aus. Aber ihr könnt mich durchschnipseln. Na, wirst du wohl? Dankeschön. So, und Nummer 28. Schön. So, kann ich hier irgendwo Benzin mopsen? Ich bin alles voll mit Fässer, wo wahrscheinlich Treibstoff drin ist. Warum kann ich mir denn hier jetzt nicht was abzwacken? Der Tank scheint voll mit Dieselöl zu sein. Jetzt brauchst du nur noch einen Kanister. Mann, Alter! Wieso denn? Ich meine, ja klar, natürlich brauchst du einen Kanister denn dafür, aber vielleicht hat das Auto einen Kanister. So schön erleuchtet alles. Oh, ja, das sieht gut aus. Leerer Kanister. Er ist leer und riecht immer noch nach Dieselöl. Nehmen. Nehmen das ganze Fass mit. Ja, das wäre auch mein Vorliegen gewesen. Quittierter Lieferschein. Aktueller Liga-Ladestand 14 Fässer je 216 Liter Fassungsvermögen. Heute liefert 3 Fässer nein, und so weiter. So, okay. Kann man hier kurz nochmal die Funzel hin. Aha, nichts außer leere Blätter. Gut, dann holen wir uns jetzt hier ein bisschen Öl. Ein bisschen Diesel. Hier noch was drin? Ja, da kann ich mir auch noch was abzwacken. Nee, der Tank ist leer. Na, war ja klar. So, na dann. Haben wir, ja? Hat er voll gemacht? Rucksack. Gefüllter Dieselkanister. Ich bin voll der Freude. Denn jetzt auf zum Generator. So, den haben wir hier vorne. Wunderbar. Schnell mal. Der war mächtig leer. Aber die Sounds sind halt geil. Kann man nicht anders sagen. Ich geh mal lieber weg. So, jetzt dürfte er hoffentlich hinten alles leer gepumpt haben. Oder dabei sein, es leer zu pumpen. So, und oh Wunder, it's empty. Kann ich den jetzt bewegen? Nein. Ich stecke doch sofort wieder raus. Ach, ich bin schon unten. Alter, nicht doch. Guck mal an, ey, das ist ja alle... Sieht ja aus, als wenn alles voller Öl ist. Alter, mach leise, Mann!
Meinst du, ja, Black, dass nur der Wind ist, der hier pfeift? Scheiße. Daniel Bruno aus Saint-Dizier. Ja, schön hier. Ich schau. So, hier machen wir wieder zurück hier. So, Emil an in was? An Anchechi? Anchechi aus Lyon? Der geflutete Schacht. Leutnant von Schmidt hat uns beauftragt, den alten Schacht auszupumpen. Unser natürlich. Beim nächsten Regen läuft er wieder voll. Kamerad Eck hat im Schlamm die Reste seiner französischen Uniform gefunden. Sind wohl da unten verreckt, bevor uns dieser verdammte Fleck Erde in die Hände gefallen ist. Wenn der Leutnant uns wieder so schuften lässt, obwohl wir kaum was zu fressen haben, wird der Schlamm uns auch bald. Karl Lücht.